Also es sieht gar nicht voll aus. Das Ding ist halt, ich schlafe nachher noch bei meinem Freund. Weil es tatsächlich einfacher ist, von ihm zur Uni zu kommen als von mir. Und ich da ja so ein bisschen ausnutze und dann morgen von ihm direkt zur Uni fahre. Deswegen habe ich jetzt aber noch richtig viel Zeugs dabei, was ich noch brauche für eine Übernachtung. In der Uni angekommen hatte ich erst zwei Grundlagenfächer, und zwar Neuere Rechtsgeschichte und Rechtssoziologie. So sieht by the way unser Audi Maxi aus. Es ist ziemlich voll und ziemlich eng. Auch hat es Spaß gemacht, und noch öffentliches Recht. Ich erzähle euch gleich mehr davon. Ich hatte zuerst Neuere Rechtsgeschichte, und dem würde ich so eine 8 von 10 geben. Also ich fand es überraschenderweise für ein geschichtliches Fach sehr gut. Also der Prof war richtig cool, echt sympathisch, es war ganz gut aufgebaut. Klar, es war eher nur so eine Einführung, aber schon ganz gut. Und dann hatte ich Rechtssoziologie. Das war auch besser, als ich erwartet hatte. Hat viel Spaß gemacht. Auch die Professorin wirklich, wirklich toll. Ich muss schnell über die Ampel rübergehen, Leute. Ja, klar, dass mich hier in Berlin die Leute nicht rüberlassen. Und dann hatte ich öffentliches Recht. Ich hatte letzte Woche schon eine Einführungsvorlesung, um das mal transparent zu kommunizieren. Wir hatten nämlich letzte Woche schon eine Vorlesungswoche, bei der wir aber noch keine AGs hatten. Das war noch keine richtige Uni-Woche, denn normalerweise hat man im Jura immer Vorlesungen, dazu jeweilige Übungen, also Arbeitsgemeinschaften, in denen man dann das Wissen anwendet und Fälle bearbeitet. Und die hatten wir halt noch nicht. Wir hatten so ganz aufgebröselt von Dienstag bis Freitag Vorlesungen, aber noch nicht diese richtige reguläre Uni-Zeit. Und das ist erst diese Woche. Und öffentliches Recht war auch ganz cool. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich wusste das schon, was wir heute besprochen hatten, aus dem Politik-LK. Wir machen nämlich gerade Staatsorganisationsrecht. Das sind so Dinge, die wir auch schon eben im Politikunterricht ganz oft behandelt hatten. Jetzt wieder zu Hause. Mein Plan ist irgendwie nicht so aufgegangen. Mein Plan war eigentlich, dass ich von heute auf morgen bei meinem Freund schlafe, weil er nämlich näher an der Uni dran wohnt, beziehungsweise ich von ihm einfacher zur Uni komme. Und es deswegen voll cool wäre, wenn ich bei ihm geschlafen hätte, weil ich dann später losgehen muss. Und so muss ich morgen wieder sehr früh losgehen, weil ich immer 1,5 Stunden zur Uni brauche. Aber leider hat er sich heute nicht so gut gefühlt, und er ist jetzt auch voll krank geworden, weswegen ich schnell nach Hause gefahren bin und ihn jetzt auskurieren lasse. Und jetzt zu Hause auf jeden Fall wieder was machen muss. Hier sind meine Materialien. Also ich habe noch längst nicht alles ausgepackt, aber es ist wirklich ziemlich zeitintensiv, weil ich muss jetzt die ganzen Vorlesungen halt nachbereiten. Ich habe morgen die Übungen, also die AGs, die muss ich vorbereiten, dass ich dann auch morgen gut mitarbeiten kann. So, ich muss jetzt auf jeden Fall zuerst meine AG vorbereiten. So, guten Morgen. Heute ist Dienstag, also der zweite Tag der Woche, wie ihr vielleicht wisst. Und ich hatte ja letzte Woche schon mal eine ganze Vorlesung, und ich habe mir so ein bisschen angeguckt, wie dann mein Alltag ist, wenn ich wirklich zu jeder Vorlesung gehe. Und ich war wirklich jeden Tag von morgens bis abends in der Uni, weil ich auch noch so einen richtig blöden Fahrtweg habe, wo ich immer 3 Stunden am Tag unterwegs bin, um erstmal zur Uni zu kommen und so. Am Dienstagmorgen habe ich eine Vorlesung im öffentlichen Recht, dann habe ich so 4 Stunden Pause und dann habe ich meine AGs. Und ich habe mich heute tatsächlich auch zum ersten Mal entschieden, nicht zu einer Vorlesung zu gehen, weil ich nämlich die Folien sehr selbsterklärend bzw. sehr einfach zum Selbstrecherchieren und Selbstlernen fand. Und ich mag den Professor wirklich super gerne, der das öffentliche Recht bei uns macht. Der ist wirklich toll, deswegen werde ich da auch in Zukunft wieder hingehen. Soll ich jetzt hingehen, dann nochmal 4 Stunden in der Uni quasi warten? Oder soll ich einfach sagen, hey, ich nutze die Zeit zu Hause, lerne zu Hause effektiv und dann gehe ich erst nachmittags zur AG hin? Ich glaube, das war jetzt für heute echt mal mehr als okay. Und ich glaube generell, dass ich meinen Stundenplan so ein bisschen ausmisten muss, weil der schon ziemlich voll ist. Also was ich immer so höre, ist, man sagt, man soll so 20 Semesterwochenstunden haben in Präsenz in der Uni, und ich habe halt jetzt schon 30. Also muss ich da auf jeden Fall meinen Plan so ein bisschen ausmisten, dass ich meine Zeit auch wirklich effektiv nutze. Weil klar, ich kann einfach immer nur in die Uni gehen, immer zu allen Vorlesungen.
Vorlesungen geben, aber dann habe ich nicht wirklich die Zeit, den Stoff aktiv zu wiederholen und aktiv zu lernen. Deswegen möchte ich da gucken, wie viel ich es noch ein bisschen effizienter gestalten kann. Aber ich mache mich jetzt gerade fertig, ich habe jetzt gerade schon ein bisschen gelernt und jetzt lerne ich noch ein bisschen weiter und dann fahre ich nachher zu meinen AGs, weil die sind wirklich sehr wichtig, dass man dann Präsenz da ist und auch wirklich aktiv teilnimmt. Okay, jetzt kommen wir tatsächlich auch zum ersten Mal dazu, dass ich meine Karteikarten ergänze, weil wir gestern noch eine Sache zusätzlich zu dem gelernt haben, was jetzt hier schon drauf steht. Also ich hoffe, es steht hier drauf. Ich glaube, es stimmt. Nach den zwei AGs war ich echt ein bisschen fertig, weil ich 4 Stunden Sachen gehört habe, die ich davor noch nie gehört habe, die noch nie in Berührung war, aber es war super spannend und ich habe dann abends auch ein bisschen was für ein anderes Projekt von mir gemacht, was mit meinem Geschäft zu tun hatte, ich mehr mit der Uni und habe mich dann erst nächsten Morgen wieder mit der Uni beschäftigt. Ich habe tatsächlich einige Bücher fürs Studium bestellt, nicht alle, die wir brauchen, weil ganz vieles auch in der Bibliothek gibt und man viel auch online irgendwie sich runterladen bzw. angucken kann, aber ein paar wollte ich gerne haben, einfach weil ich dachte, wenn ich sie Secondhand kaufe, sind sie auch günstig, sind sie auch gebraucht und so, das passt dann trotzdem, aber ich habe die einfach auch super gerne in der Hand und wirklich auch persönlich und nicht nur so, dass ich immer zum Lernen in die Bibliothek muss oder ausleihen muss. Ich mag das gern und ich habe das erstmal jetzt investiert. Ich glaube, ich habe insgesamt so 40 Euro bezahlt. Aber es kann auch sein, dass ich jetzt sage, oh, das war unnötig. Im nächsten Semester gehe ich nur noch an die Bib und kaufe mir die auch nicht selbst. Aber ich dachte mir, fürs erste Semester bin ich auch mal so ein Konsumopfer und mache das. Genau. Leute, jetzt gerade sieht Berlin echt wirklich schön aus. Hier so im Sonnenuntergang. Ich laufe jetzt gerade nach Hause und ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie ist meine Kamera immer ein bisschen überbelichtet. Das ist ganz komisch. Auf jeden Fall hatte ich heute Zivilrecht, dann Strafrecht und jetzt gerade noch römisches Recht. Das ist so ein Grundlagenfach, was ich gerade noch belege. Fand ich eigentlich ganz spannend tatsächlich. Genau, und jetzt bin ich gerade auf dem Weg zu einem Kumpel von mir, beziehungsweise er holt mich jetzt gleich ab, aber wir treffen uns nicht direkt hier, weil hier kann man einfach nirgends parken und er kommt mit dem Auto. Genau, weil er nämlich gerade in Berlin ist und dann treffen wir uns jetzt mal. Ja, ich bin auch eigentlich immer so ein bisschen müde, weil ich jetzt ja wirklich Vorlesungen von 9 bis 18 Uhr hatte. Und so sieht es aus. So Leute, mein Kumpel Nico und ich haben uns endlich jetzt gefunden. Er tankt gerade. Und wir fahren gleich zu mir. Es hat sehr lange gedauert, hier in Berlin sich irgendwie zu finden. Okay, warte mal. Was hatten wir? Ja, ich komme mit ganz viel Snacks rein. Das ist so witzig. Ihr müsst euch nachher auf jeden Fall die TikToks angucken. So, ich habe jetzt gerade die Zivilvorlesung von heute Morgen vorbereitet, gelernt und nachbereitet. Habe irgendwie noch viel mehr To-Dos, die ich jetzt aber einfach nicht schaffe. Ich muss jetzt zur Uni. Habe jetzt eine Strafrechtvorlesung und heute Nachmittag habe ich noch einen Termin im Gewerbeamt und dann erst abends zu Hause und habe da noch so viel zu tun für die Uni heute Abend, weil ich tatsächlich irgendwie ein bisschen hinterher hänge. Also ich habe das Gefühl, ich hänge ein bisschen hinterher, weil ich halt sehr viel machen will und halt so das machen will, dass ich das wirklich alles 100% verstehe. Ich habe das Gefühl, ich sehe immer gleich aus mit dieser Jacke, mit diesem Schal, jeden Tag. Aber ja, das ist gerade mein Winterlook, weil diese Jacke ist so unglaublich warm. Ich hatte jetzt ja gerade Strafrecht. Ich muss sagen, es war eine sehr coole Vorlesung. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Es hat richtig viel Spaß gemacht auch, weil ich habe nämlich jetzt nebenbei, neben der Vorlesung, noch im Lehrbuch parallel auch über das Thema gelesen. Und ich konnte es dadurch viel besser verstehen, hatte einen größeren Kontext, einen größeren Überblick. Dementsprechend habe ich mehr verstanden, es hat auch viel mehr Spaß gemacht. Also ich glaube, ich mache das jetzt in mehreren Vorlesungen so und probiere das mal, wie das auch sonst so ist. Weil es hat mir einfach deutlich viel mehr Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ja genau, also Zivilrecht und Strafrecht hatte ich heute. Und jetzt bin ich wieder auf dem Weg nach Hause und ich gehe jetzt zum Gewerbeamt. Weil ich dann noch eine Sache abgeben bzw. besprechen muss. Und gehe aber noch davor, bevor ich zum Gewerbeamt gehe, weil ich noch eine halbe Stunde an Zeit habe, zu noch ein bisschen einkaufen, weil ich nämlich meinem Freund einen Adventskalender selbst mache und ich brauche dafür noch ein paar Sachen für den Kalender und das kaufe ich jetzt schnell, nutze diese Zeit dazwischen und dann geht's weiter zum Gewerbeamt. Ich mache jetzt gerade hier noch die ganze Zeit so Finanzamt, Steuersachen.
Ich habe mir jetzt vorgenommen, dass ich wirklich immer direkt die Papiersachen abarbeite, wenn sie da sind. Weil es ist zu oft schon vorgekommen, dass ich Haufen an Blättern hier gesammelt habe mit irgendwelchen Dokumenten, die ich noch bearbeiten muss. Und das nervt. Ich versuche jetzt immer direkt zu machen. Warum scannt es jetzt nicht? Oh. Okay, Leute, ich bin tatsächlich jetzt schon den ganzen Tag am Schreibtisch. Und jetzt gucke ich hier gerade was nach. Moment, ich muss es erstmal verstehen. Warte, was soll das sein? Ich habe erst ein geschäftliches Meeting morgens gehabt und dann noch mit einer Kommilitonin von mir über den Stoff der Woche geredet. Wir haben so ein paar Fragen von uns gegenseitig beantwortet und sind die AG-Fälle durchgegangen. Und das war's auch schon für diese Woche. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Vergesst nicht zu abonnieren für weitere Vlogs und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann!